So Leute, willkommen beim Ende der Welt von World of Goo. Das letzte Level, wie ich mittlerweile mitgekriegt habe, genießt es. Genießt es. Die Musik ist episch. Die letzten Goo-Bälle waren... Oh nein. Es gibt keine Goo-Bälle mehr. Sie wurden alle wohl ins Röhrensystem gesaugt. Alle Goo-Bälle aus der ganzen Welt eingesaugt und zum früheren Ort of World of Goo Corporation. Oh Gott. Eingesaugt zum früheren World of Goo Corporation Campus geschickt, wo sie um einen riesigen Tunnel, Turm am Himmel bauen. Vielleicht ganz gut. Das Teleskop ist ja nutzlos. Es kann sich nicht durch den Smog und Staub sehen. Ohne Goo-Bälle war es das wohl. Wir werden nie wissen, was das Teleskop sieht. Oder was wirklich da oben ist. Ende. Danke fürs Spielen. Jetzt mache ich was anderes. Schreibe einen Reiseführer oder so. Ich gehe jetzt ins Teleskop. Tschüss. Was immer du tust, spiele nicht mit den Fischen. Dein Freund, der Teleskoptechniker, früher der Schildermaler. Awesome! Ich muss dabei sagen, das ist gerade jetzt nicht blind. Da ich wissen wollte, ob das jetzt der letzte Part ist oder nicht, bin ich hingegangen und habe, ey, mich mal spoilern lassen. Awesome. Die paar Fische heben es an. Das Teleskop geht in den Himmel. Über die dicke Wolkenschicht hinaus. Nur dass das Teleskop etwas sehen kann. Gut, sie heben die Hälfte der Insel mit, aber das ist dabei ja mal scheißegal. Awesome. Wobei ich hier, als ich es gerade eben gesehen habe, erstmal so dachte, das wäre irgendein Tentakelwesen und das wäre der Schildermaler oder so. Irgend sowas. Aber ist es nicht. Es ist tatsächlich nur ein Stück der Welt, das hochkommen wird. Als das Teleskop höher und höher flog, konnte es weit sehen. Die Goo-Bälle waren aus jeder Richtung gekommen. Aus jeder Gattung. Aus jeder Insel. Durch ein schmutziges Druckleitungssystem. Um einen großen Turm am Himmel zu bauen. Leute, ich krieg Gänsehaut. Ein Riesenturm aus Goo. Aber wohin ging der Bau? Welche Abenteuer erwarten Sie dort? Das Teleskop schaute tausende Meilen in jede Richtung. Geht es jetzt im Weltraum? Ach nee. Cool. Nicht so cool. Hat es den Goo gerade zermatscht? Episch. Blinkende Sterne. Und die Insel, wie sie langsam wieder in die World of the Goo zurückgeht. Boah, Leute. Stimmt. Stimmt ja. Das Ding haben wir ja mal irgendwann hochgelegt. Zweite Welt? Kann das sein? Cool. Was ist das? Hä? Ach, das ist unsere Welt. Oder ist es eine neue Welt? Wir wissen es nicht. Leute, World of Goo. Awesome. Designgeschichte, Grafik und Musik, Kyle Gerber.
Es sind, glaube ich, insgesamt, so wenn ich mich richtig erinnere, 4 Leute, die aktiv damit gearbeitet haben. Das Mitzählen 1, Programmierung, Position, Ron Kammler 2, und Kammel. Programmierung, Alan Blomquist 3. Cool. QS und Produktionsassistent Paul Harbens 4. Ja, besonderen Dank an Mushroom Kingdom. Ja, das sind noch einige Menschen. Aber denen gilt nur besonderer Dank, die haben nicht mitgemacht. Die Huber, die es nicht geschafft haben. Dr. Nupur. Aber De Ima, Mom und Dad. Madonna die Katze und Robert Ramirez als Goobal Nummer 1. Leute, das war World of Goo. Was ich davon halte, wie ich das alles erfasst habe, seht ihr im nächsten Tag. Alexei. Ciao, ciao.